So, und jetzt sind wir bei Yu-Gi-Oh! Power of Chaos. Yu-Gi the Destiny. Immer noch mit Vishushikun. Genau, immer nur mit mir. Und da wollte gerade wieder das Tutorial wieder laufen. Ja, typisch. Einfach noch ganz dreist zu. Typisch Demo. Ah. Kann nicht sein. So, jetzt natürlich, wie der Titel schon sagt, kämpfen wir jetzt nicht gegen Kaiba, sondern gegen Yu-Gi. Genau, ist nur was anderes jetzt. Wie stark wohl dein Deck ist. Ach, ist ja auch egal. Oh, so denn ich werde mein ganzes Können einsetzen, um dich zu besiegen. Halt, und wenn du noch so viele gute Karten im Deck hast. Muss ich halt beweisen und ist. Na gut, aber das, was leider enttäuschend ist bei der Yu-Gi-Version, ist, dass Yu-Gi an sich nicht so gut ist wie in der Serie. Leider. Okay. Also er hat auch sehr bekannte Karten. Bitte mal Menschenfresserkehrer legen, verdeckt, und Fallgrube legen, verdeckt, und dann abwarten. Jo, okay. Boah, perfekt. Ne, also was ich jetzt gerade sagen wollte, ist, also Yu-Gi hat schon viele Karten, die auch in der Serie war. Zum Beispiel Exodia oder der Beauftragte oder Schwarzer Magier. Aber zum Beispiel den Drachenzombie, den hatte er ja in der Serie nicht gehabt, ne? Okay. Ja, also ein paar Karten hatte er von der Serie. Von der ganz alten. Aber haben wir schon mal den ersten Lebenspunkt abgezockt. Ja. Ich sag ja, Yu-Gi ist leider nicht so gefährlich wie in der Serie. 1-4, naja, 1-4 gegen 1-5. Ah, ne, er greift mein Insekt an. Was? So, wieder weg. Ja. Adios, amigos. Perfekt gelogen. Ja. Da bist du jetzt dran. Da bist du einfach mal dran. Ja. Na, nimm mal, Zombie-Drachen, genau. Okay. Und mit allen Degen, dann haben wir auch schon die Runde wieder beendet. Und schon mal wieder Schaden reingedrückt, ich sag. Ja. Ich sag ja, aber ich finde, die Yu-Gi-Version ist am leichtesten. Weißt du, die Einsteiger-Version? Wer weiß. Ist wirklich angenehm. Ja, das stimmt. Was ich jetzt noch aus dem Hut zaubern kann, Raigeki. Wenn überhaupt. Raigeki. Und Raigeki. Zack, alles weg. Toll. 1, 4, 5. Ah, nee, lohnt sich nicht. Nee, lohnt sich sowas von nicht. Ich bin mit meinem Zug fertig. Okay. Und so. 6. So. 4, 5, geile Sache. Was macht Zogen nochmal? Macht irgendein Monster-Typ stärker, oder? Ja, Krieger und was war das noch? Ungeheuer-Krieger und Krieger. Ah ja, Ungeheuer-Krieger, genau. Was ist die Schatzsuche da von Monster-Typ? Ich glaube, Unterbettler, ja. Okay, hier kannst du das näher rausziehen. Jetzt kannst du drei ganze Runden nicht angreifen, weil ich hier verräterische Schwerter spiele, Freund, Kollege. Oh, jetzt weil ich nämlich nichts auf der Hand habe. Jetzt verzögert er das auch noch, ey. Toll. Mhm. Oh, der schwarze Magier. Oh, geil. Dark. Nutrition. Weißt du, ich bin jetzt mal sehr fies. Erstmal Verteidigung legen. Du kannst eh nicht angreifen. Bringt dir das? Ja, ich weiß. Aber ich so, kann jetzt, dafür ja, sein Monster opfern. Genau. Kannst du vielleicht mal in der Verteidigungsposition legen? Das? Nee, doch bitte. Da kannst du Angriff lassen. Das ist ja eh. Unerheblich. Ja. Mal gucken, was Yu-Gi jetzt noch so macht. Verteidigungsmonster legen halt. Ich bin mit meinem Zug fertig. Damit kann er seine Mutter jetzt aufsammeln und dann auch. Okay, Verteidigung. Wahrscheinlich auch den Schwarzen Magier rufen. Mal gucken. Cool. Das wäre natürlich uncool. Brauch aber erst noch ein drittes Monster. 6. Nee, du, das wird leider nicht. Kollege. 400 Lebenspunkte verloren. Die Falle reingetappt. Irgendwas muss ich doch tun können. Aber was? Tja, das ist die gute Frage, Yu-Gi, was du da unternehmen könntest. Oh ja. Jetzt können. Ah, nee, ist von Typ Hexer. Ach, oh, schade. Alles Hexer. Die Ball ist Hexer. Ja, wir können wieder angreifen. Nächste Runde. Jo. Ich wechsle in Verteidigungsposition. Ist das zum Angriff, ja?
Ne, ich mach die Verteidigung. Doch, schon. Oh, der Beauftragte. Ist mal sehr gut. Obwohl. Oh, nicht schlecht. Wie mach ich denn das jetzt? Ob ich jetzt den Schwertkämpfer oder? Ah ja, okay, oder so lassen, okay. Genau, erstmal den offensichtlichen Monster angreifen. Genau, da, den Zombie-Drache. Und dann auch den Menschenfresserkämpfer angreifen. Nee, hey, bitte nicht, ey. Der hat das Monster auch, ne? Achso. Deswegen, mal bitte den Teufel nicht an die Wand. Verteidigung, okay. Ich bin mit meinem Fall, macht er wohl nicht viel. Hat er gar nicht auf der Hand gerade. Oh, Hanne. Oh. Ja, ist nicht schlecht. Kannst aber noch flippen können. Das gleich. Ja, okay. Ja, das geht. Macht nicht. Und der. Nein, Hanne, scheiße. Oh, Magier auf jeden Fall. Ja, mit Sicherheit. Ja. Schitte. Oder wie du das dann, was du fein sagst, Schitte in der Mitte. Genau. Mann, ey. Ist doch kacke, ey. Ich bin mit fertig. Soll ich jetzt einen Beauftragten? Warte mal, ich könnte jetzt flippen. Du kannst erst flippen und dann opfern. Genau, genau. Was? So, flippen. Und somit haben wir die erste Runde gewonnen. Genau, ja. Was ist das? Geopfert. Aha. Geil. Okay, 1-0 für uns, Tuni. Das fängt schon mal super an. Irgendwas muss ich doch tun können. Aber was? Da kannst du wohl nichts mehr machen, Kollege. Nee, Yuki, du kannst da jetzt nichts mehr machen. Nee, du. Yay! Er hat aber kein Kuribo auf der Hand. Nee, du. Hat er das überhaupt hier, sowas? Was denn? Ein Kuribo, was du da abwerfen kannst, dass du keinen Schaden kriegst? Oh Gott, da bin ich jetzt überfragt. Das weiß ich jetzt nicht, Tuni. Ist ja auch so das Prestige-Monster vom Kollegen. Ja. Okay, jetzt beginnt Yugi. Weil er verloren hat, genau. Ja, manchmal sind die KIs so toll, dass wir auch direkt anfangen dürfen. Das ist immer so ein Zufallsgenerator. Oh, er aktiviert Yami. Oh. Lobe, Schrotterklub als erstes Elf legen und die Zauberkarte, Feinkarte für Erpol. Also, die müssen schnell, ne? Anguckst, was der Gegner hat. Okay. Genau, das und das mache ich meistens immer so, dass ich mir erstmal angucke, was der Gegner hat. Ja, ist auch eine gute Strategie, das mache ich auch immer. Oder fast immer. Mhm. Ah, ja. Oh, ja. Ja, durch Yami. Was machst du denn jetzt? LOL! Nö. Würde ich nie machen, ey. Die müssen schon. Ja, kriegst du sogar noch mehr? Die müssen schnell. Weil O-Hexer. Angriff. Ja. Ich setze jetzt. Weil das Ding ist ja, dass die Zauberkarten der Bede betreffen. Die Feldzauberkarten betreffen ja Bede Spieler. Gott sei Dank. Hast du ja nochmal. Oh, sehr schön. Einfach mal mehr Angriff. Und die kriegt auch kein mehr. Nein! Deadpool. Ich behindere das. Dammit. Jetzt hast du trotzdem erstmal eine kleine. Den Schutz. Ja. Außer also macht das irgendwas anderes mit. Zum Glück hab jetzt aufhört er. Zum Glück habe ich die Karte. Und schwarze Magier. Ja, oder Gaia. Ah ja, der schwarze Magier. Nö, also, du. Nö. Nee, du, das. Nee, das will ich nicht so haben, nee. Da hast du umsonst geopfert. Kann doch nicht wahr sein. Doch, Yugi, das kann wahr sein. So, und jetzt bin ich ein richtiges Arsch. Weißt du warum? Achso, ja, jetzt geht's vorum, ja. Wiedergeburt. Aha. Ich kau mal den schwarzen Magier. Jo. Was? Warte mal, der ist doch vom Typ Hexer, ne? Ja. Jawohl. Den können wir online mit rauszocken, klar. Ist aber 1-9. Ja, das geht eigentlich. Tag 1-9 und nochmal 10 Leben, nein. Ja, da hat er schon einige an Lebenspunkte verloren. Oder. Wenn ich mich jetzt nicht verrechne, müsste er nur noch 2-8 haben. Jawohl. Also letzte Runde. Ja. Wenn ich rauskomme, hat er halt verloren. Ja. Und dann haben wir den König der Duellanten besiegt. Bei Wahnsinn. Red Geki. Überläufer, okay. Nee, Change of Heart.
Och nö. 2-7. Jetzt opfert er den, oder? 2-7. Ja, für den Beauftragten. Ich biete ein Monster auf meinem Spielfeld. 2-7. Ja, ich glaube, das ist sinnlos zu opfern. Ja, 2-7 der Magier. Ah ne, Drachenflug. Boah, ist der doof. Okay. Nö, fällt aus. Wir machen hier Verstärkungen. Fällt leider aus. Ah, hast, hast du leider umsonst gemacht? Das war leider eine sinnlose Aktion. Ja. Einfach mal so ein C7 nochmal unter zu opfern, okay? Kann doch nicht wahr sein. Ja, diese KI ist ja der Wahnsinn. Also ich hätte das umgekehrt gemacht. Ich hätte erst mit Magier angegriffen und dann erst anschließend geopfert. Auf jeden Fall. So, der weiße Hai. Oh, 6. Hast du eh gewonnen, oder? Die Wache ist so unerheblich. Nochmal, ich hab dich jetzt gerade akustisch nicht verstanden. Weil du ja eh gewonnen hast, ist das eigentlich unerheblich jetzt? Ja. So, schon gewonnen. Gewonnen. Yay, yeah, wir haben Yugi den... war das einfach für Sony. Ja, ich sag ja, Yugi ist auch die leichteste Versuchung. Okay. Leider. Ja, und was bekommen wir von ihm? Naja. 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 Das ist so eine nicht gute Kappen, ich mal so ausdrücken. Also Rotze. Du hast dich sehr verbessert. Ich sehe schon. Ja, man kann sich gegen dich nur verbessern. Danke, Yugi. Aber er ist zumindest netter als Kaiber. Ja, das auf jeden Fall. Blick aufbau. Ach, ja. Ach nee, das mache ich offscreen. Noch so. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich muss sehr viel Glück machen. Ja, kommt dann zu langweilig. Das war jetzt die Yugi-Version und wir sehen uns gleich bei der Joey-Version wieder. Also bis gleich. Bis gleich. Macht's gut. Tschüss.